Hallo und herzlich willkommen zu mal wieder einer kleinen Mordvorstellung auf dem Kanal Multiplayer. Ja, heute habe ich eine ganz kleine, aber nützliche Mod mal wieder für euch. Es liegt einfach daran, dass ich in letzter Zeit sehr wenig Zeit habe und deshalb sind die Mods so klein, aber versprochen, es kommen auch wieder größere. Diese Mod wurde mir von Dripio, wie auch schon irgendein anderer Mod, ich weiß jetzt nicht mehr welcher, vorgeschlagen. Und zwar ist das der Vailia Mod. Und ja, dafür bin ich im, wie heißt Attack of the B-Team Modpack drinne, weil es eine Mod ist, die sehr nützlich ist, wenn man auch andere Mods installiert hat. Natürlich auch, wenn man keine Mods installiert hat, aber eigentlich hauptsächlich dafür gedacht, dass wenn man noch andere Mods installiert hat. Ja, was ich übrigens noch zu Attack of The B-Team sagen wollte, ist, dass es ja jetzt schon wieder länger keine Folge mehr gekommen ist. Und zwar hatten wir dieses scheiß Upload-Problem schon wieder. Also es hat mit einer Folge hat es funktioniert vom David und jetzt hat es schon wieder nicht funktioniert. Das regt echt derbe auf. Also wir hoffen echt, dass wir das echt demnächst hinbekommen, das endlich zu fixen. Und ja, laber ich jetzt gar nicht lang und fange mit der Mod-Vorstellung an. Wie ihr seht, bin ich jetzt nicht in meiner Mod-Vorstellungsmap, aber das liegt halt wie gesagt dran, dass ich im Attack of the B-Team Mod-Pack drin bin. Und ja, was die Mod macht, sie zeigt an, wenn man auf Blöcke oder Mobs zeigt, aus welcher Mod sie sind. Also wenn ich jetzt hier auf den Quarz-Block zeige, zeigt er, es ist ganz normal aus Minecraft. Genau wie der Grasblock, der Schwamm oder die Blume oder so. Ja, außerdem, wenn wir jetzt hier auf den Gun Modification Table zeigen, mit dem Cursor, sehen wir oben, dass es für den Flans Mod ist. Der DNA Cloner ist vom Advanced Genetics Mod und der Block des Zimmermanns vom Carpenters Block. Carpenters Blocks Mod. Ja, das ist aber nicht das Einzige, was er kann. Denn wenn wir jetzt hier auf Redstone zeigen, sehen wir Energie gleich 0. Also er zeigt an, wie stark das gepowert ist. Wenn wir jetzt hier auf das hier gehen, es ist 15 gepowert. Also stärker geht es nicht. 14, also es wird immer schwächer, bis es dann letztendlich auf 0 ist. Und ich finde, das ist mega, mega, mega praktisch, wenn man mit Redstone arbeitet und irgendwelche Maps am Entwickeln ist. Denn dann, also es ist ja, man sieht ja irgendwie öfters mal nicht hundertprozentig, also man ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob denn dieser Redstone jetzt noch gepowert ist oder halt nicht. Und dafür ist das mega gut, denn dann weiß man, ja, hier, ich kann auch so und so lang die Leitung verlegen, bis es dann wirklich überhaupt keine Power mehr hat. Außerdem zeigt es noch vom Weizen an, wie stark es schon gewachsen ist. Also das hier ist jetzt erwachsen, 86%, 57%, 29% und 0%. Das sind halt diese ganzen Wachstumsstufen. Das finde ich auch selber mega, mega praktisch, denn ich bin mir auch öfters mal gar nicht so sicher, ist das denn jetzt schon fertig oder ist es nicht? Und wir sehen dann halt wirklich, wann wir es ernten können. Genauso hier mit den Netherwarzen und, ach, diese scheiß Kakaobohnen, Alter. Das ist ja schon das 10.000. Mal, dass ich die da richtig gemacht habe. So, hier die drei Wachstumsstufen von den Kakaobohnen werden angezeigt. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass, naja, Luft, wie gesagt, ist ja logisch, aber dass Wasser und Lava und Feuer überhaupt nicht angezeigt werden. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber man kann also sozusagen auch durch Lava durchgucken, was ich auch wieder ein bisschen praktisch finde, denn falls man irgendwie bei einem Lavasee ist, da ist es ja auch schon öfters, dass da mal irgendwie Diamanten unten drin sind und dann könnte man theoretisch, naja, es zeigt halt nur vier Blöcke weg, von einem weg, an was es für ein Block ist, aber wenn der See nicht so tief ist, könnte man theoretisch
und die Blöcke abgucken, was denn da so ist. Also, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, dass Lava und Wasser nicht berücksichtigt werden. Aber das ist halt etwas, was mir aufgefallen ist. Und was außerdem noch hinzukommt, ist, dass wir sehen, was das für ein Mob ist, aus welcher Mod der ist und wie viel Leben es hat. Also das hier hat jetzt 4 Herzen, das einmal schlagen. Ach, vier, nein, 5 hatte die Kuh. Jetzt hat sie 4,5, 4, bla 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 bla, bis sie dann letztendlich tot ist. Oh, jetzt werde ich eine Kuh. Huch, was mache ich denn da? Naja. Dann werde ich mal wieder zurück zum TGW. Und würde sagen, dann zeige ich euch noch ganz kurz von irgendeiner anderen Mod ein. Hier ein Alien-Dorfbewohner zum Beispiel. Da, hier, wir sehen das oben, Alien-Dorfbewohner aus Galacticraft Core. Und er hat 10 Herzen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt auch keine Funktion davon vergessen. Ich kann sogar sein, dass ich wirklich welche vergessen habe. Und dass es nicht alles ist, was die Mod kann. Aber ich finde das auch gar nicht so schlimm, denn das wird man schon selber beim Spielen von irgendwas herausfinden. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an Dripio fürs Vorschlagen. Falls ihr irgendwelche Mods habt, die ihr gerne vorgestellt sehen würdet, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Ja, dann bleibt jetzt eigentlich kaum noch was zu sagen. Links kommt ihr zum ersten Part von dem Race for the Wii Event. Und rechts zu dem vorgestern angefangenen Projekt. Dies das anders. Genau. 20 Google Easter Eggs passen zu Ostern. Ich wünsche euch. Nein, das kann. Ja, nee, es ist ja schon Sonntag bei euch. Bei mir ist nämlich noch Freitag. Also, ich muss nämlich immer schon ein bisschen früher aufnehmen, ist der, denn ich kann es nicht am gleichen Tag aufnehmen und hochladen wegen meinem wundervollen Internet. Ich wollte nämlich jetzt gerade schon fast sagen und ich wünsche euch noch schöne Ostern, aber das ist ja bei euch schon vorbei. Und deshalb bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir sehen uns das nächste Mal morgen bei einer Runde Mai-Mafia. Und dann würde ich sagen, bis dann, Leute. Tschüss.